Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute kommt ein ganz besonderes Video und zwar Hofumbau. Daher, dass mein Hof mir jetzt eigentlich nicht mehr so gefällt, weil ich möchte gerne mal sowas Neues machen. Eigentlich, ich hatte eigentlich jetzt gerade ein halbes FMA gemacht mit den Ponys, aber da dachte ich mir, ich mache mal ein Hofumbau-Video eher. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Erstmal hole ich die Pferde mal weg. Das werde ich jetzt mal machen. Bis gleich. So, das sind alle Pferde, die auf meinem Hof stehen. Es sieht eigentlich gar nicht mehr so viel aus. Ich zähle sie mal gerade. Ohne Fohlen außerdem jetzt mal zähle ich sie. Ich habe 17 Pferde. Und dann habe ich hier halt noch 4 Fohlen. Und ja, das sind ja halt dann 21 halt zusammen, ne? Wollte ich auch mal gerade nochmal sagen, einfach so. Und ja, die Pferde sind jetzt vom Hof. Jetzt sieht es so aus. Warum hängst du denn nicht mit ran? Boah, ey. So. Und jetzt hole ich erstmal auf den ganzen Zaun. So. Und ich tue das Video heute mal nicht bearbeiten. Das ist echt sehr viel Arbeit. Und wenn ich halt 2 oder 3 Videos am Tag mache darauf und die bearbeite, darauf habe ich halt nicht so richtig Lust, um ehrlich zu sein. Und ja, sorry. Bis gleich. So, die ganze Hälfte ist jetzt befreit sozusagen. Und ja, ich zeige aber noch nicht, wie es aussieht, weil es schon irgendwie heftig, wie viel. So. Wow, Hilfe. Hier habe ich noch. Und da noch Leckerchen. Ach, das Riesendach. Ist hier hin. Und es verstaubt ziemlich schnell, um ehrlich zu sein. Und ja. Hier die große Koppel. Okay, ich glaube, die lasse ich jetzt einfach mal gerade so stehen. Und so. Oh, bitte klapp, bitte. Okay, den tue ich jetzt mal gerade hier hinten hinstellen. Und ja, das sieht mal nicht schön aus. Aber ich finde das trotzdem realistischer, dass es ein Scheueltier so auf dem Boden liegt. Und da ist noch ein Rest von einem Zettel von einer Schleichsache, wo ich den Welchpony-Hengst gekauft habe. Noch vom Zettel, aber es ist nicht so wichtig. Und ich finde, es wirkt trotzdem realistischer, weil die Pferde gehen ja auch und die Menschen auch und da tun die halt den Dreck ein bisschen mitnehmen beim Boden sozusagen. Und ja. Nein, nicht liegen. Nein! Ja, der Stelle ist jetzt mal gerade da. Und da habe ich jetzt erstmal vergessen. Nee, das lasse ich mir gerade da und Nele, du gehst jetzt einfach mal da rein. Die heißt außerdem ja bei mir Nele und sie ist 12 Jahre alt bei mir. Und was soll ich denn mit dem machen? Ich habe eine Idee. Der kommt jetzt dahin. Oder da. Ne, ich glaube, ich tue den Stall lieber da hinten hin. Ja, ich stelle euch jetzt nochmal auf. Und dann versuche ich jetzt irgendwie diesen großen Stall hier hinzukriegen. Halleluja. Oh mein Gott. Okay. Oh. Ja, gut, ne? Gehst du hier irgendwie? Ja. Oha, also ich finde, das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Nur ist halt sehr viel Einstreu gerade weggegangen. Ja. Aber ich finde, dass sie gar nicht mal so schlecht ist. Und das Schild hier muss ich mal gerade wegmachen. So. Und die Sachen müssen auch wieder doch hin. Oha, Leute. Außerdem, wenn ihr das denkt, ist Dreck. Nein, das ist von der Sonne. Oh mein Gott. Das muss ich gleich wegmachen. Jetzt geht's aber erstmal hier weiter. Nein, bitte nicht. Boah, ey. Mein Gott, bleib doch jetzt mal. Danke. Es ist auch jetzt eigentlich fett ab in deine Box sogar auch noch gleich. Und ja. Was war das gerade für eine Stimme von mir? Okay, jetzt zeige ich, wie es aussieht. Es sieht jetzt so aus. Ja. Der Stall, der kommt auf jeden Fall nach da hinten.
Und ja, das mache ich jetzt mal. Ja, der ist jetzt hier. Ich muss mich einfach durchs Getrümmel. Sorry, Figuren. Ja. So sieht es dann jetzt aus. Oha, der ist schon ziemlich groß, finde ich gerade. Und da steht halt der nächste große Stall. Daneben, bin ich mir gerade überlegen, ja. Daneben kommen dann diese Boxen. Die nehmen wir weg. Und die kommt dann daneben. So. Was irgendwie auch geil ausgesehen hätte, wenn das in der Mitte wäre, dann eine Box daneben und eine Box daneben. Wenn ihr versteht, wie ich es meine. Ja. Jetzt kommen die Boxen so hin. Da bemerke ich gerade, dass das auch gar nicht so richtig klappt dabei. Weil die hier dann Arrivederci weggehen können. Ich habe einfach zu wenig Zaun. Nein, hier, die Box ist ja noch nicht besessen. Oh, geil. So sieht das jetzt aus. Und so sieht das jetzt gerade so aus. Ach, ob das überhaupt noch was betreut, ey. Oh, Mann. Okay, ich glaube, das war gerade ein kompletter Fail. Ich habe die Box einfach gerade noch hier hingestellt. Also, die bleiben natürlich nicht so richtig da. So, dann ist es hier so. So. Dann habe ich aber nochmal hier so zwei Boxen. Soll ich die jetzt hin tun? Die zwei Boxen sind jetzt einfach zusammen. Ja. Wie soll ich das Futter einteilen? Nee, das kommt dahin. Kommt dahin. Und das hier wird dann für die Ponys sein. Ich habe die Boxen selber so hingestellt, dass es jetzt, das sieht jetzt halt dann so aus. Es kann auch sein, dass diese zwei Boxen dahin kommen. Muss ich noch gucken. Aber fürs Erste bleiben die da. Und dann kann ich gerade mal hier das mitnehmen. Okay. Wow, jetzt muss ich aufstehen. So, da kommt da das, wo die Ponys dann sein sollen. So. Hä? Mein Gott. Gehst du wohl. Und dann... Okay, denn es war gerade ein bisschen fail. Wir sehen uns gleich wieder. So. Okay, das sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Wegen der anderen Farbe. Okay. Nein, Sternschweif. Ich habe jetzt gerade mal einen entnommen und habe jetzt so gemacht. Und dann kann das hier halt dann vor abends als Sperre gelten. Und das kommt dann halt hier gegenüber halt so. Einfach nur so. Und ja. Ja, die Koppel bleibt so, wie sie ist. Und wenn ihr eine genaue Hoftour wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall kommt aber jetzt fährt ab in deine Box sozusagen. Und ja, viel Spaß. Erstmal nehme ich meine Bella. Wo sind die anderen da? Sunshine und Zöpfchen. Freut mich nicht, warum dein Buch liegt. Und da sind Blumenbänder. Ja, die tue ich auch gleich weg. Die kommen dahin und eine Schleife ist dahin gefallen ins Futter. Okay. So. Sunshine und ihr vollen Zöpfchen. Und die Bella, die kommt dahin. Und diese Boxen ist ganz klar. Jenny, Calypso und komm her, die Sunny. Quentin. Ja, ja, das ist Quentin. So. Du kommst in die. Jenny kommt in die und die Sunny kommt da hinten hin. So. Ja, die sind jetzt auch eingeteilt. Hier auch. Und jetzt kommen wir weiter zu denen. Von dieser Box habe ich auch gerade eine genommen, damit die eine Einzelbox auch so kriegen. Muss ich aber gerade so teilen und die soll wirklich geteilt werden. Also ich meine mit richtig geteilt nicht so wie bei den Ponys, dass die mittags dann zusammen sein können. Ja, so ist okay. Und wir fangen mit dieser Box an. In dieser kommt der Storm rein, weil mit ihm mache ich auch eigentlich nicht viel, aber ich will ihn trotzdem auf meinem Hof behalten. Ich will ihn nicht in meinem Regal stehen lassen. Mein kleiner Storm soll trotzdem hier bleiben. Du sollst stehen. In der nächsten Box kommt der Amigo, Ballando, also hier das Amigo, der Ballando, Baron, mein
Trakehner Wallach. Hengst meine ich. Trakehner Hengst. Den muss ich jetzt auch irgendwie einteilen. Ja, den weiß ich nicht. Ich würde den Amigo jetzt einfach mal da reinstellen. Nee, 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 stopp. Der kommt da hin. Du kommst da hinten in die Box. Ach, mein Tintelchen ist ja auch noch da, mein Großer. Und der kommt in diese Box. Mit dem Amigo. Und aus der. Und die müssen sich halt so das Futter teilen. Und so sieht die Einteilung jetzt aus. Sehr schöner Hof. Ja, diese Pauseplätzchen, die tue ich jetzt mal dahin. Und die Sarah will ja gerne Pause machen, deswegen muss sie sich jetzt hinsetzen. So sieht jetzt halt diese Seite aus. Und jetzt müssen wir weitermachen mit der nächsten. Warte, hä? Ich habe gerade keine Ahnung, ob das klappt, so wie ich es will. Doch, 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 Leute, das klappt. Erstmal hole ich die hier. So. Kann ich mal gerade hier wieder Paddocktüren aufmachen? Die Kiki kommt natürlich wieder da nach hinten. Mit Storm. Jawohl. Und die Escada. Mit ihrem vollen Christmas. Und die spielen gerade wieder. Dann schnappe ich mir die zwei. Okay, das war gerade ein bisschen dumm. Oh mein Gott, das wäre auch hier so cute. Irgendwie voll. Oh mein Gott. Ja, wir gehen halt hier so. Und zu guter Letzt die Ponys. Und dann hat das Futter kommt. Auch wieder hier, weil die müssen sich auch teilen. Das kommt dann, sieht dann so aus. So. Hier habe ich extra aufgemacht, damit man das aufmachen kann. Und so sieht es aus. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Jetzt werde ich die anderen Sachen noch einteilen. Halt die Sachen, die hier noch rumliegen. Halt. Die stelle ich gerade mal schon auf. Und ja, wenn ihr eine Hoftour wollt, schreibt es in die Kommentare. Ihr habt zwar jetzt alles gesehen, aber trotzdem, wenn ihr es wollt. Keine Ahnung. Dann schreibt es mir in die Kommis und ja, bye.